Verirrt im Wald. Charlie, der blitzschnelle Rennfahrer, und du wirst sehen, ich werde der schnellste Rennfahrer auf der Welt sein. Wir machen ein Wettrennen. Bist du bereit, Opi? Oh, nein, nein, Charlie. Ich bin schon viel zu alt für so ein Wettrennen. Aber so alt bist du doch noch gar nicht, Opi. Na los, sag ja, sag ja. So ein klitzekleines Wettrennen. Ich mit meinem super Fahrrad und du mit deinen coolen Sportschuhen. Oh, Charlie, ganz ruhig. Du solltest lieber mal etwas frische Waldluft schnuppern. Ah, das wird dir richtig gut tun. Na, du musst dich so weit strecken, wie es nur geht. Oh, meine alten Knochen. Also gut. Aber strecken wir uns doch gemeinsam. Wir werden uns strecken, um genauso groß wie die Bäume zu werden. Guck mal, man atmet so tief wie möglich ein. Noch ein bisschen mehr. Und man streckt die Arme hoch, höher. Du willst wohl ein Wettrennen mit uns machen. Kannst du haben. Komm, Dudu. Wir werden diesem Vogel zeigen, wer hier der Schnellste ist. Aber Dudu, du musst dich festhalten. Charlie, ich kann so lange auf ihn aufpassen, wenn du möchtest. Oh nein, Dudu muss mir helfen, dem Vogel zu folgen. Ja, aber wo ist er denn hin? Halt dich jetzt gut fest. Charlie ist startklar. Zählst du mit mir, aber rückwärts. 3, 2, 1 und los geht's! Yay! Wir werden diesem langsamen Vogel mal zeigen, wer schneller ist. Stimmst du? Charlie, fahr nicht zu weit weg, sonst findest du vielleicht nicht mehr zurück. Mach dir keine Sorgen, Opi. Es geht doch nur geradeaus. Hey Vogel, wo willst du denn hin? Oh nein, das ist doch nicht fair. Weißt du, wenn der Vogel denkt, dass er sich nicht an die Rennstrecke halten muss, dann habe ich doch gewonnen, oder Dudu? Charlie, fahr doch bitte ein bisschen langsamer, ja? Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um den Wald und die Natur zu genießen. Sieh dir diesen Baum an, er ist sehr alt. Älter als du? Oh ja, um einiges. Aber das geht doch überhaupt nicht. Älter als Opi. Hast du das gehört, Dudu? Das halte ich für keine gute Idee, Charlie. Du könntest irgendwo hängen bleiben. Nein, nein. Außerdem hat ein richtiger Champion von gar nichts Angst. Das ist doch kinderleicht. Siehst du es irgendwo, Dudu? Wir müssen es wiederfinden. Da hinten ist es. Ganz ruhig, mein Junge. Wir finden ihn schon. Sieh mal, was ich dabei habe. Und wenn der Vogel ihn mitgenommen hat, weil er geglaubt hat, er wäre ein Regenwurm? Na siehst du, es gibt keinen Grund mehr traurig zu sein. Oh, ich bin ganz nass geworden. Jetzt ist mir aber kalt. Was mache ich denn jetzt, dass mir wieder warm wird? Und Dudu friert auch so. Weißt du was? Muss man sich dazu eine Hütte auf Zweigen bauen? Muss man mit großen Blättern hin und her wedeln, um sich zu trocknen?
Oder muss man die nassen Sachen ausziehen und sich nassen Körper abrubbeln? Ja, richtig. Man muss die nassen Sachen ausziehen und sich am ganzen Körper abrubbeln. Zum Glück hat Omi mal wieder an alles gedacht. Sieh her. Omi vergisst aber auch nie irgendetwas, oder? Jetzt fühle ich mich wieder ganz wie neu. So, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass wir nach Hause gehen und eine schöne heiße Schokolade trinken. Ich werde doch nicht gegen ein kleines Kaninchen verlieren. Charlie, fahr aber nicht zu weit voraus.